Hallo und willkommen zur Nachbesprechung von unserer Fortsetzung des Buchs der 13 Schatten mit der gleichen Besetzung aus Bernhard, Ralf und Erik. Und wir reden jetzt noch ein bisschen drüber, was der Hintergrund dazu war, teilweise auch Hintergrund zum letzten Abenteuer und inwiefern das tatsächlich mit The Sinking City jetzt in Verbindung stand, was wir heute gespielt haben. Insofern habt ihr Fragen, die ich euch beantworten kann. Wie lange wird mein Krankenhausaufenthalt dauern? Das können wir tatsächlich ziemlich sauber auswürfeln. Das muss nicht unbedingt jetzt sein, aber einige Tage wirst du auf jeden Fall irgendwo rumliegen müssen und versorgen lassen. Möglicherweise bei Verlust von 90% der Trefferpunkte hatte ich mit Schlimmerem gerechnet. Also vor allen Dingen hast du eine schwere Wunde davon bekommen. Das ist regeltechnisch das Wichtigste. Und deswegen musste ich jemand behandeln, der Ahnung davon hat. Also du wirst eine Weile da in einem kleinen Krankenhaus untergebracht werden. Das ist die Frage, wie ihr das bezahlt, nachdem ihr all euer Gepäck in Oakmont gelassen habt. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich keinen kritischen Fehler würfle, wenn ich versuche, erste Hilfe zu leisten. Und wenigstens einer ist zuversichtlich. Und ob das dann bleibende Schäden hinterlässt an deinem Bein oder deinem Arm, das werden wir dann noch herausfinden. Was jetzt schade ist, dass wir nicht mehr darüber herausgefunden haben, was in dem Ort passierte und was die Interessenlage der Leute waren, die nachher dann durch die Tür drängten. Du willst nicht wirklich wieder dahin. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe Albträume genug, aber eventuell wird sich das irgendwann nicht vermeiden lassen, irgendjemanden dahin zu schicken, um das rauszufinden. Diese rebellischen Kolonisten. Die können das für euch machen. Und die haben bestimmt auch Patronen dabei, mit denen sie da vor Ort bezahlen können. Also du meinst jetzt Amerikaner, nicht Iren? Genau. Okay. Das wäre ja bei Auswahl bei rebellischen, englischsprachigen Inselbewohnern zu der Zeit. Was in der Stadt vor sich geht. Also ich habe jetzt eine von den Figuren, der ihr begegnet seid, die ist tatsächlich aus dem Spiel. Die Frau, der ihr begegnet seid. Die gehört zu einem, also die gehört tatsächlich da zu dem esoterischen Orden von Dagon. Mhm. Wer sich im Mythos ein bisschen auskennt, kann sich denken, was sie da machen und was die Verbindungen sind. Also um die drehen sich mehrere Quests. Das muss ich sagen, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Das heißt, ich kann noch nicht irgendwie alles dazu sagen, was die Hintergründe sind. Ich habe versucht, mich nicht zu schlimm zu spoilern. Das heißt, ich habe also eine Figur genommen, die darin existiert. Die Monster, diese zusammengewachsenen Hände und andere Gliedmaßen, wie so eine vierbeinige Spinne aus Gliedmaßen, die kommen drin vor. Auch die Menschen, die sich in der Mitte aufklappen. Nur, dass ich ihr das Maul auf die Rückseite gemacht habe, weil ich das cooler finde. Und vorne Pseudo-Gesicht ist und dann hinten das Ding aufgeht. Ich mag es immer, wenn Dinge erst menschlich aussehen und man dann feststellt, das ist gar nicht menschlich. Die Stadt, wie sie beschrieben ist, sie existiert da so. Das Devil's Reef Hotel gibt es im Spiel. Also ich habe einfach das Setting genommen, eine von den Personen draus und was für Viecher man da begegnen kann. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht groß irgendwas von der Handlung gespoilert. Ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite geblieben. Es wird euch da auch auf keinen Fall ein Karl Reiners begegnen. Oder wenn schon, dann wäre es sehr, sehr creepy. Big Ben Studios, wenn ihr das seht. Frogwares war das Studio. Oh, Entschuldigung. Big Ben ist nur der Vertreiber, ja. Also so ein freundlicher deutscher Horrorautor. Und dann Easter Egg in Teil 2. Genau. Und tatsächlich hatten wir überlegt, wir wollten eigentlich erklären, warum dein Charakter jetzt so oft schon Kontakt mit dem Mythos hatte. Und die Vision, wo die herkommt, deswegen, und der Text wies ja auch darauf hin, wenn jetzt tatsächlich der Charakter von Bernhard den gelesen hätte, dass er ihn wählen soll als derjenigen, der die Schriftrolle liest und damit seinen Geist zersetzt mit Magie. Ja, dennoch, ne? Also ich finde, das war eine gute Wahl, das beim Bibliothekar zu lassen und in ein bisschen mehr in Richtung von Bibliotheken wieder zurück, den Traumbibliotheken. Ja. Die Sache ist, also wir haben dich jetzt auf jeden Fall, du hast ein Buch geschrieben in der Zukunft, das eine wichtige Rolle spielt. Du bist jetzt derjenige, der anfängt, Magie zu lernen. Und deine Vision und deinen Kontakt zum Mythos, die müssen wir dann noch ein andermal erklären. Das heißt, die müssen noch weitere schlimme Dinge in Zukunft zustoßen, damit das Ganze Sinn ergibt, ist dir klar. Damit hatte ich jetzt bei einer Session von Call of Cthulhu überhaupt nicht gerechnet, dass irgendjemandem schlimme Dinge zustoßen könnten. Also insofern müssen wir uns da vielleicht vom Setting noch ein bisschen entfernen. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass du dir schlimme Dinge ausdenken wirst für uns. Mal schauen, was wir dann als nächstes Setting haben. Ihr habt ja ein bisschen die Anweisung bekommen, nach Arkham zu gehen. Das heißt, wir könnten das nächste Mal, wenn wir spielen, also aus dem Buch, das, was du als letztes gesagt hast, die Texte sind die übersetzte zweite Passage in dem Buch, könnten wir sehr klassisch Lovecraft Country spielen. Ja, toll. Und wenn das so weitergeht, sind wir auch im besten Weg zum Arkham Asylum. Also insofern. Ja, genau. Ja. Mit den Würfelergebnissen von heute, die waren schon
Die waren teilweise interessant, aber immerhin hat das Forcieren jedes Mal was gebracht. Das heißt, also diese Neuerung in den Regeln ist euch echt zugute gekommen. Ja, die Spannung steigt dadurch auch. Die ganze Sache mit dem Buch der 13 Schatten ist tatsächlich einfach aus dem Gedanken entstanden, ich wollte was mit der Bibliothek machen. Dann liegt es nahe, aus dem Kult-Mythos-Bereich die Hallen von Sela Eno zu nehmen, die größte Bibliothek des Universums. Fun Fact, ich habe neulich erst rausgefunden, dass Sela Eno tatsächlich der Name von einer der Plejaden ist. Für mich war das bisher immer nur ein Mythosbegriff und da habe ich neulich die Plejaden nachgelesen auf der Suche nach irgendeinem Namen. So, jetzt weiß ich, wo es liegt. Ich wusste, es ist irgendwo in einem anderen Sonnensystem, so viel wusste ich. Jetzt habe ich das für mich auch geklärt, dass es in den Plejaden unterwegs ist. Und normalerweise fliegt man mit dem BRK dahin. Das ist auch eine Option. Aber zuletzt hattet ihr dieses, dass ihr... dass es um ein Buch ging, das aus der Halle ausgeliehen worden war. Und dann kam ein Bibliothekar, ein transdimensionales Wesen, vorbei und versucht zu klären, dass dieses Buch auch wieder zurückgebracht wird. Nur die Person, die das hatte, der damalige Leiter der Bibliothekar, dein Chef und auch eine Person, die für euch Ansprechpartner war, hatte sich mit einem anderen Mythosbuch dagegen geschützt und versucht, das Ganze weiter zu studieren. Naja, es war sehr interessant, weil du das Buch in Zukunft wohl schreiben wirst. Das war so mein Hook für deinen Charakter. Und halt auch die Frage, gebt ihr das Buch zurück, um dafür zu sorgen, dass nicht irgendwie noch viel mehr Schaden angerichtet wird, noch mehr Monster durch Dimensionsrisse kommen oder sonst irgendetwas? Oder möchtest du noch ein bisschen drin lesen, um rauszufinden, was mit deiner Karriere passiert? Ihr wart sehr brav, ihr habt sehr schnell zurückgegeben. Ja. Dafür gesorgt, dass nicht viel schlimmere Dinge passiert sind, als dass eine Angestellte der Bibliothek gestorben ist, der Chef der Bibliothek verschwunden ist, solche Dinge. Alles in Ordnung. Ja. Wenig Aufruf. Aber, okay, mit seinem gebrochenen Arm. Aber ich denke, so jetzt, sie wird sich, wenn die Kampagne weiterläuft, daran aufhängen, dass du dieses Buch schreiben wirst. Wie kommst du überhaupt an das Wissen, das in diesem Buch steht? Wie kam es dazu, dass irgendwie eins in der Halle von Sela Eno landet? Das heißt, mit dieser Bibliothek der Interstellaren wird es vermutlich noch was zu tun haben. Und möglicherweise mir damit sich Wissen anzueignen, was in der Zukunft noch passieren wird. Ja, das müssen wir nur anfangen, über die Dinge, die heute passiert sind, zu schreiben schon mal. Das könnte Kapitel 1 sein. Ein wenig kreative Fantasie einfließen zu lassen. Vielleicht ist Zukunft ja etwas Formbares. Ja. Das ist ja selber auch zuvor, weil der Text sagt, der erste Schatten ist nah. Du hast ja bisher nur die Kapitelüberschriften gelesen, die irgendwie von Untergängen, Neuanfängen, und anderen schlimmen Dingen erzählt haben. Ja, das heißt, in Zukunft heißt es rausfinden, was genau hat es mit diesem Buch auf sich. Wobei ich ganz kurz klarstellen will, das Problem mit dem Buch der 13 Schatten war nicht, dass es das Buch der 13 Schatten ist, sondern dass es jemand aus der Bibliothek von Sela Eno entwendet und nicht zurückgebracht hat. Das ist eine Bestandsbibliothek, ja. Da darf man die Sachen nicht einfach mit nach Hause nehmen. Irgendjemand hat das gemacht, hat das geschützt durch Magie, das Siegel wurde dann gebrochen und dann musste man, da hatte man Probleme, nennen wir es so. Gut. Das heißt, ich habe normalerweise so um ganz so viel, wie ich eine, viel von dem, wie ich eine Kampagne schreibe, hat damit zu tun, was halt jeweils in der Sitzung passiert. Es ist nie alles hundertprozentig festgelegt und in Stein gemeißelt. Ich habe jetzt wieder Material, mit dem ich arbeiten kann, was ich als nächstes machen möchte. Und mal schauen, wovon wir uns als nächstes inspirieren lassen. Diesmal war es The Sinking City, was ich mir ausgeliehen habe als Setting, was ich sehr mochte, weil stimmungsvoll und eklig und schöne Monster. Und ja. Macht euch bereit. Ich denke an so ein Brettspiel. An so ein Brettspiel? Ah. Brett- oder Kartenspiel in der neuesten Version? Ja, da kann man auf jeden Fall sich sehr viel draus ausleihen an Ideen. Mal schauen, was wir verwenden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auch bei dieser Nachbesprechung. Ich hoffe, wir haben die wichtigsten Fragen abgedeckt. Oh, ja, Mikro ist aus. Oh! Aber. Nein, das ist dann, ja. Dann, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich bedanke mich bei meinen Mitspielern, ich bedanke mich bei der Technik in Form von Nico und bei euch nochmal dafür, dass ihr dabei geblieben seid und offensichtlich Interesse für die Sache mitbringt, sonst würdet ihr dieses Video nicht schauen. Wenn ihr mehr solchen Unsinn sehen wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen und wo ihr Bernhards Bücher kaufen könnt, das ist ganz einfach überall. Der Buchhändler eures Vertrauens in der Nähe. Vielen Dank. Könntest du was über diesen Ort hier sagen? Oh. Aber wie gesagt, das Mikro ist gerade aus. Ja. Wo setze ich jetzt wieder an? Ich kann nochmal bei einfach unterstützen. Buchhändler des Vertrauens, wir sind in der Bibliothek. Das hat man gerade eh nicht gehört.
Ja. Okay. Wenn ihr uns unterstützen wollt und mehr von diesem Kram, den wir hier machen, sehen, man kann uns auf Patreon unterstützen und dort Mitglied werden. Und es gibt auch Goodies und Blicke hinter die Kulissen. Bernhard, von dem kauft man einfach am besten die Bücher, würde ich sagen. Die gibt es überall, wo eine Buchhandlung ist. Selbst wenn sie sie gerade nicht im Regal stehen haben, können die das bestellen. Das durch die moderne Technik funktioniert das. Genauso wie in meiner Kindheit auch schon. Und wo wir gerade spielen und die uns den Raum zur Verfügung gestellt haben, die Fantastische Bibliothek in Wetzlar, die kann man auch immer unterstützen. Das ist eine Stiftung. Das heißt, denen kann man spenden und die geben euch sogar eine Quittung dafür. Voll toll. Vielen Dank. Ich verabschiede mich. Ich habe mich schon, glaube ich, bei allen bedankt. Ich kann es zur Sicherheit nochmal machen. Meinen Mitspielern, Nico, euch bei der Fantastischen Bibliothek, die uns immer wieder hier zu Gast haben. Und macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.